Herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu dem kleinen Infovideo. Das Ganze ist ein eher eigentlich bisschen, ich sag mal, nicht so dolles Infovideo, denn ich muss euch leider mitteilen, dass meine 3DS Capture Card am Arsch ist. Vereinfacht gesagt, die Capture Card habe ich da via USB-Kabel am PC angeschlossen. Und dieses USB-Kabel ist jetzt kaputt. Jetzt ist es so, ich habe mir überlegt, wie viel 3DS-Let's-Plays mache ich. Und ich habe mir wirklich lange überlegt, ob ich den Schritt machen soll. Habe mich aber dazu entschlossen, ich werde die Capture Card umtauschen. Beziehungsweise, ich werde sie reparieren lassen. Heißt so gut, weiß, ich werde die jetzt dann ein. Deshalb kam übrigens auch jetzt die letzte Woche. Kein Tomo dazu live und kein Einmal Costing Relief, die ist jetzt schon länger kaputt. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr seht, habe ich angefangen, die einzusicken, aber das dauert. Man sickt die da hin, dann wird da umgetauscht, dann kommt das zurück und das Ganze sieht sich jetzt vermutlich leider ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate. Und ich habe das Video, lade ich jetzt erst zu dem Zeitpunkt hoch, wo ich mit Sicherheit sagen kann, dass ich die besser in der Reparatur befindet. Weil hätte das Video schon vor einem Monat hochgeladen, wo es passiert ist, dann. Hätte ich das dann doch nicht repariert und dann. Hä? Deshalb, ja. Ich hoffe, dass es relativ schnell vonstatten geht, weil ich will wieder 3DS-Displays machen. Aber deshalb bitte nicht wundern, weshalb leider letztes Jahr zu wenig 3DS-Displays kam und dementsprechend überhaupt zu wenig Content kam. Lag eben einmal daran, dass mein 3DS-Capsule-Card am Arsch war. Wie gesagt, ich tauschte jetzt aus, hoffe, dass alles gut funktioniert. Und Sache 2, weshalb leider auch so wenig Videos kam, lag daran an den schönen Wort namens Schule. Aber das Haus, das ist da jetzt trotzdem Videos mache und gut mit einem guten Cent klappt das auch. Wirklich gut mit Zelda, dafür schon mal ein großes Danke. Und da bin ich aber auch so ersichtlich, dass es da positiv und gut in nächster Zeit weitergehen wird. Nur 3DS Displays müssen wir leider hauen, weil da bis jetzt eben meine Capture Card leider derzeit kaputt ist. Aber ich denke mal, dass wir das spätestens Anfang November wieder haben sollten. Dann starten wir wieder mit 3DS Let's Plays, du hast so umgehört das. Ja, das war mir nur ganz wichtig. Und sonst sei gesagt, ich werde wieder schauen, dass meine Videos endlich professioneller machen. Mir fällt dann doch auf, dass es dann ein, zwei Mal dann irgendwie dann der Fall war, dass ich dann so ein Video hatte. Ha, und ich dachte gar nicht, das ist ein Standbild. Nein, es ist ein Video, da habe ich das gerade ein bisschen getriggert. Auf jeden Fall. Ja, Videos werden auch wieder professioneller ab jetzt. Ich verspreche es das. Ich gebe jetzt trotz Schule, will ich wieder auch mit YouTube mehr Gas geben und mich da mehr reinhängen, weil ihr seid meine Community und ihr habt das einfach verdient. Und immer, wenn ich so unten sitze und auf eure tollen Fanarts hau, die hängen da hinten. Ich kann das alles vielleicht mal zeigen. Ihr seht immer tollen Schreibtisch und hier oben, da oben, hängen all eure Fanarts. Also ich habe quasi zu Rest all eure tollen Fanarts aufgehängt und ich bin aus jedes einzelne von Fanarts auch mega, mega dankbar. Ah, sie ist dann, muss nachher wieder richtig anziehen. Da bin ich euch wirklich für jedes einzelne Fanart auch wirklich, wirklich dankbar. Und das ist auch so eine Sache, die motiviert bist einfach, die motiviert bist. Und dann mache ich natürlich umso lieber Videos in Livestream, und das mache ich auch. Ab jetzt auf jeden Fall auch. Livestream muss halt schauen, wie es ausgeht, aber es will trotzdem die dreimal in der Woche, Montag, Mittwoch, Freitag, will ich nach wie vor halten. Ich hoffe, das klappt, dass auch morgen langsam wieder klappt mit Mario Kart 8 Deluxe. Wir werden es letztes sehen. Ja, das war das Info-Video. Wie gesagt, einfach die beiden Sachen, die ich dazu sagen wollte, dass einmal mal 3 das Capture Card kaputt ist und das noch ein bisschen dauert, bis die ersetzt wird. Und, also bis wieder hier ist der letzte. Und das ist jetzt wieder mehr Videos und Streams machen will, aber das sage ich irgendwie andauert und dann klappt es doch nicht, aber jetzt ernsthaft nicht, dass du hast. Dann morgen am Montag, das ist der 7.10. Ja, kommt hin, genau. Gibt es dann so einen Abend, Mario Kart 8 Deluxe Online Stream, könnt ihr das mal vermerken. Und 2 Parte Zelda ab jetzt pro Tag, auch darauf kommt ihr aus Freuen. Danke fürs Zusehen, mach's gut, bis zum nächsten Mal, ich bin raus. Und ciao.